Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es um ein Trainingsprogramm, Online-Programm gehen, was ich aktuell gerade selber mache. Und zwar geht es um den Beckenboden. Also wer mich schon länger verfolgt, ich habe das schon manchmal in Videos einfach angesprochen, mein Beckenboden hat extrem unter den Geburten gelitten. Das war bei Vince schon so und bei Svea dann natürlich nochmal stärker. Und ich habe mich einfach nie mit meinem Beckenboden auseinandergesetzt. Nie. Erst als dann halt der Bedarf da war. Und selbst dann habe ich zu dem Zeitpunkt, wo es halt stark war und wo ich Hilfe gebraucht hätte, einfach nicht die Hilfe gefunden. Ich wusste einfach nicht, wie soll ich das jetzt eigentlich angehen. Und jetzt habe ich durch Axana glücklicherweise endlich dieses Programm gefunden. Bin zur Beckenbodenfitness gekommen und habe da jetzt endlich einen Weg für mich, das wieder in Ordnung zu bringen. Weil es war halt wirklich so, dass ich nach der Geburt von Vince unglaubliche Probleme zum Beispiel beim Sport hatte. Ich konnte einfach nicht mehr springen und ich war erstmal so, hä, was ist denn hier eigentlich los? Was ist denn hier verkehrt? Und bin damit tatsächlich auch zum Arzt gegangen, also zu meiner Frauenärztin gegangen. Und die hat mir tatsächlich Tabletten verschrieben, die ich dann auch genommen hatte. Ich hatte ja keine Ahnung davon. Und auf dem Beipackzettel stand dann aber, dass diese Tabletten zu depressiver Stimmung führen. Und ich dachte so, nee. Und daraufhin habe ich die dann wieder abgesetzt und habe dann selber so ein bisschen geguckt, okay, was kann man machen? Und bin dann natürlich, ich glaube, so ist es so das Erste, zu Liebeskugeln gekommen, weil die ja den Beckenboden trainieren. War dann aber einfach nur, ich habe mir diese Liebeskugeln besorgt und ja, los geht's. Ne? Ohne Anleitung, ohne Wissen, ja, wie mache ich das jetzt richtig? Und ich habe es natürlich nicht richtig gemacht. Und ich war auch tierisch unmotiviert, wenn die dann halt relativ schnell auch wieder rausgeflutscht sind, weil mein Beckenboden halt da nichts halten konnte. Und habe dann halt wieder aufgegeben. Anstatt mich halt intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen und nach Lösungen zu suchen, habe ich halt aufgegeben. So, nach der Geburt von Svea hatte ich dasselbe natürlich wieder in grün. Da hat mich dann meine Frauenärztin zur Physiotherapie geschickt, wo man dann natürlich so ein bisschen auch angeleitet wird, wie macht man das dann am besten. Aber auch das ist natürlich schwierig und nicht so einfach. Es ist schon ein Problem, überhaupt seinen Beckenboden zu spüren. Und dann auch, wenn du deinen Beckenboden anspannst, halt nicht deinen Bauch und deinen Po auch noch anzuspannen. Das ist gar nicht so einfach. Und durch Axanas Online-Programm Beckenboden-Fitness bin ich jetzt wirklich dazu gekommen, A, erstmal ganz, ganz viel über meinen Beckenboden zu erfahren. Und da auch zu erfahren, hey, dein Beckenboden, der hat auch extrem Einfluss auf guten Sex. Und das ist aktuell meine größte Motivation, wenn ich meinen Beckenboden ordentlich trainiere, besseren Sex, bessere Orgasmen zu haben und halt wieder ungezwungen alles machen zu können, halt auch wieder aufs Trampolin gehen zu können, was jetzt aktuell einfach immer noch nicht möglich ist. Und das Programm von Axana ist so aufgebaut, dass man das halt in Textform und in Videoform hat. Und am Anfang, oh, es tut mir leid, ich habe Schnupfen, ist halt das erste Kapitel erstmal Spannendes über den Beckenboden. Also ich habe wirklich super viel erfahren, was ich vorher noch nicht wusste. Wie auch, ich habe mich ja nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Und dabei ist das für uns Frauen und gerade für uns Mütter tatsächlich so, 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 so wichtig. Und das Schöne ist, wir können das dann unseren Töchtern weitergeben. Das Wissen, was wir jetzt einmal erlangen. Im zweiten Kapitel geht es dann um das Trainingsgerät. Das hätte ich euch jetzt gerne gezeigt. Jetzt habe ich es aber nicht hier, aber... Ihr seht das im Laufe des Videos auf jeden Fall noch. Das ist aus Porzellan, weil Porzellan keine Schadstoffe abgibt. Das ist allergiefreundlich und ist auch leicht zu reinigen. Und man trainiert bei diesem Trainingsprogramm mit Gewichten. So 200 bis 400 Gramm. Am Anfang halt ohne Gewicht. Also ich bin auch wirklich noch so am Anfang, dass ich ohne Gewicht trainiere. Dann fängt man halt so mit 50 Gramm an. Was auch eigentlich total sinnvoll ist. Ne? Wenn ich hier Muskel bearbeiten möchte, stärken möchte, nehme ich auch Gewichte. Und der Beckenboden ist ja nichts anderes. Ist ja auch ein Muskel. Und Axana empfiehlt halt so dreimal die Woche ungefähr 30 Minuten und dass man dann nach 3 bis 4 Wochen um 50 Gramm erhöht. Also soweit bin ich noch nicht, dass ich das dreimal die Woche 30 Minuten schaffe. Aber, und das sagt Axana auch, ich tue schon mehr als vorher. Ich tue schon mehr als andere Frauen. Und das ist, glaube ich, immer so das Wichtige dabei. Und einfach geduldig zu sein. Also man kann da nicht riesen Fortschritte erwarten. Das dauert einfach. Da muss man geduldig sein. Aber das Schöne ist auch, durch dieses Beckenbodentraining, du beschäftigst dich halt mal mit dir selbst und mit deinem Körper. Und wo ist denn was und wie fühlt sich was an und wie kann ich damit mehr arbeiten? Man ist auch ganz bei sich. Also ich mache das wirklich immer ganz, ganz doll in Ruhe. Ich mache mir eine schöne Musik an. Ich sorge dafür, dass es schön warm ist und dann geht's los. Und das möchte ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Es kommen jetzt im Folgenden kommen noch ein paar... Ich habe noch ein Interview mit Axana geführt, die das Programm quasi kreiert hat, weil sie kann euch einfach Dinge viel, viel besser erklären, als ich das kann.
Und wenn euch das anspricht, wenn ihr sagt, ihr habt auch Schwierigkeiten mit dem Beckenboden und ihr wolltet das mal angucken, also ich mach's. Ich bin sehr, sehr glücklich, sehr, sehr zufrieden. Ich mag Axana, ich mag die Art, wie sie es macht. Und ich komme mit dem Trainingsgerät wirklich sehr, sehr gut klar. Also ich habe halt, wie gesagt, ich habe auch Liebeskugeln ausprobiert und ich habe ja auch meine Yoni-Eier und so. Aber das funktioniert für mich tatsächlich am besten. Wie gesagt, ich war auch schon bei der Physiotherapie deswegen und ich habe auch Tabletten wegen meinem Beckenboden genommen. Aber das ist jetzt so für mich, nach dem, was ich jetzt alles schon ausprobiert habe, das Beste und so, wie es für mich am besten funktioniert. Und ich wünsche mir, dass ihr euch einfach mit dem Thema auseinandersetzt. Mit eurem Beckenboden, was kann man dafür tun? Also auch wenn ihr keine Belastung durch die Geburten hattet, einfach so, hallo, ich muss einfach nur einen Muskel in meinem Körper trainieren und kann dadurch bessere Orgasmen haben. Na, wie toll ist das denn? Also Axana erzählt auch in dem Interview etwas, wenn du das als Frau kannst, wenn dein Beckenboden so trainiert ist, dass du das beim Mann bewirken kannst, holla die Waldfee, das ist mal ein Ziel. Also deswegen schaut euch das gerne noch an, wenn ihr da Interesse habt. Ich verlinke euch alles zu dem Online-Programm unten in der Infobox. Schaut euch das super gerne an und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Interview mit Axana. Es ist wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr informativ geworden. Ich mag sie sehr gerne. Schaut euch das gerne noch bis zum Ende an und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es denn um euren Beckenboden bestellt ist und ob ihr da mit Liebeskugeln oder irgendwas anderem wirklich dran arbeitet oder ob das wie bei mir so ein Vergessensthema ist, Beckenboden. Was ist das? Brauche ich das? Muss ich irgendwas damit machen? Ja, tatsächlich sollte man. Ja, also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch aussieht. Und euch wünsche ich jetzt noch Spaß. Wünsche ich jetzt noch Spaß. Euch wünsche ich jetzt noch viel Spaß mit dem Rest des Videos. Liebe Axana, für die, die dich eventuell noch nicht kennen, magst du dich und dein Programm kurz nochmal vorstellen? Ganz genau, sehr gerne, liebe Julia. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ich habe vor ungefähr einem Jahr habe ich das Intim-Fitness-Training kennengelernt von Tatjana Kajemnikova. Und man muss dazu sagen, ich bin schon seit 2012 Beckenbodentrainerin. Und als ich mit meinem zweiten Kind schwanger war und halt auch danach und der ganze Beckenboden wieder dahin war, also wieder mit Pipi im Slip und alles Mögliche, gesagt, es kann doch nicht wahr sein und habe mich endlich an dieses Intim-Fitness-Training herangetraut, weil es anders ist als das, was wir bis jetzt kennen hier in Deutschland. Und zwar wird der Beckenboden mit Gewichten trainiert. Und zwar so mit Gewichten, dass die Gewichte nicht in der Mumu stecken. Sage ich jetzt einfach mal so pauschal, weil das leider alle Trainingsgeräte so sind und ich es vorher auch nicht anders kannte. Sondern das Gewicht wird über ein Trainingsgerät, welches vaginal eingeführt wird, hängt das zwischen den Beinen. Ja. So, also man macht halt wirklich vaginales Gewichtheben. Und ich habe jetzt in diesem Jahr ein Trainingsgerät, oder ja, ich habe ein Trainingsgerät selbst entworfen. Das ist aus Porzellan. Es hieß mal der Joni-Schmeichler. Mittlerweile habe ich gesagt, das wird der Joni-Drop werden, also der Joni-Tropfen, weil der halt so viel löst. Man kann lachen und weinen zugleich. Ich glaube, wir werden über den noch reden. Ich zeige den schon mal ganz kurz, ganz genau. Ja, ich habe meinen auch hier. Oh. Und ganz genau. Und ich habe ein Programm gemacht, was ich Beckenbodenfitness genannt habe, weil es im Endeffekt darum geht, wirklich den Beckenboden fit zu machen. Und zwar mit Gewichten, die man zwischen die Beine hängt. Ja. Ja. Und was bin ich? Ich bin Orgasmuscoach für Frauen. Und das Beckenbodentraining ist halt einfach ein Teil davon, weil wir Frauen, wir sind immer auf der Suche, wie können wir ein erfülltes Sexleben, ein erfülltes Liebesleben haben. Und leider wird uns nicht gesagt, dass der Beckenboden ein ganz, ganz wichtiger Teil davon ist. Weil, ja, da wird die Liebe gemacht. Da findet, das ist der Ort des Geschehens für alle Sachen. Ja, der Ort des Geschehens für alle Muttis, die dann auch schon Kinder bekommen haben. Und da passiert so unglaublich viel. Und unser Beckenboden begleitet uns unser ganzes Leben lang. Und wir wissen so wenig davon. Und das ist einfach so traurig. Deswegen habe ich ein Programm halt entwickelt, was jede Frau alleine machen kann. Du bist ja gerade auch dabei, das zu machen. Und ja, ich freue mich riesig auf deine Fragen und auf dein Feedback, wo man noch was machen kann. Und ja, genau. Soweit zu mir. Ich hatte ja schon ein bisschen was zu dem Programm erzählt, wie es so ein bisschen aufgebaut ist. Und bei mir ist es ja wirklich so, und ich glaube, ich bin da als Mutter nicht alleine damit, dass ich nach der zweiten Schwangerschaft einfach gar nichts mehr
behalten konnte. Also ich hatte ja, das habe ich auch schon erzählt, mit Liebeskugeln mal angefangen. Ich glaube, das ist so der klassische Weg, wenn man so den Beckenboden trainiert und sich noch nicht näher damit beschäftigt hat, fängt man halt mit diesen Liebeskugeln an. Und es ist einfach schon unglaublich unmotivierend, wenn man nicht einen Schritt tun kann und alles sofort wieder unten rausrutscht. Und einfach nochmal für mich und für alle anderen zur Motivation, warum ist es so wichtig, dass wir unseren Beckenboden kennenlernen und den auch trainieren? Weißt du was, liebe Julia, ich war letztens einkaufen, Windeln für mein Kind, ne? Mein 2-jähriges Kind. So, und ich nenne jetzt nicht, wo ich war. Es war so krass, es waren diese riesigen Regale. Hier waren die Kinderwindeln und genau an der Grenze ging es dann los mit den Damenwindeln. Mhm. Und ich war mit meiner Schwiegermama einkaufen und die hat gesagt, Oksana, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Für uns ist das schon so normal geworden, ne, durch die Menstruation, dass wir Binden nehmen und dann nehmen wir halt auch noch die anderen Binden, ne, dass wir eigentlich wieder unseren Mind, unseren Geist neu trainieren müssen, dass wir sagen, hey, ich kann meinen Beckenboden trainieren. Ein Beckenboden ist ein Beckenboden, das ist ein Muskel. So, und wie gesagt, ich habe lange, lange Jahre auch einfach nur mit Anspannung und Entspannung und dann dachte ich, boah, ich bin so toll, aber genauso wie bei dir nach meinem 2. Kind als Beckenbodentrainerin, die das alles beherrscht, war alles wieder dahin und es ist ein Tabuthema. Wir reden nicht darüber, weil wir uns einfach auch nicht die Blöße geben wollen, zu sagen, hey, ich habe Pipi im Slipper, ich muss eine Binde tragen. So, es ist einfach super, super unangenehm. Und ich möchte auch da jetzt irgendwie keinen Zwist zwischen Männern und Frauen oder so machen. Ich glaube, es ist, also für mich ist die Geburt meiner 2 Kinder, das war das schönste, das krasseste, das motivierendste Erlebnis oder die Erlebnisse in meinem Leben, weil die haben mich eigentlich mit dazu gebracht, was ich heute mache. Man wird nicht Orgasmus-Coach von heute auf morgen. Man beschäftigt sich nicht damit einfach und sagt, oh, oder man macht sein Abitur und sagt, also ich habe mich dazu entschieden, ich mache jetzt Sex-Coaching. Das passiert nicht. Da gibt es bestimmte Erlebnisse. Und die Geburt meiner ersten Tochter 2010 war eins davon, was mich wirklich dahin gebracht hat. Und es ist einfach super wichtig, dass wir sagen, okay, ich habe es, mir ist es passiert. Und dass wir einfach auch offen bleiben für Methoden. Weil ich habe das Training, wie gesagt, ich habe es jetzt Beckenbodenfitness getauft. Vielleicht kommt auch noch ein anderer Name. Wir müssen mal gucken, der wird gerade noch rechtlich abgeklärt, ob das klappt. Und ich habe damals dieses Training von Tatjana, dieses Intimfitness, das ist eine Russin, also ich habe ja auch russische Wurzeln, deswegen, das hat mich immer schon wieder fasziniert, da auch ihr dazu zu stehen und zu sagen, sie hält ja den Weltrekord, Guinness-Buch-Eintrag, sie kann 14 Kilo heben, also sie hat einmal 14 Kilo gehoben, heute trainiert sie mit 10 Kilo und für mich war das damals die erste Reaktion, wozu braucht das eine Frau? Ja. Wozu muss ich 14 Kilo heben? Muss man nicht, braucht man auch nicht. Es reicht, wenn man 300, 400 Gramm schafft. So, und es ist, was wir einfach nicht verstanden haben, was uns auch nicht vermittelt wird, ist, dass der, ich sag's nochmal, der Beckenboden ist ein Muskel. Und ein Muskel ist... kein Bodybuilder würde sich vor den Spiegel stellen, was wir mit dem Beckenboden machen, und anfangen zu anspannen, entspannen, anspannen, entspannen, anspannen. Und dann würde er sagen, oh, meine Muskulatur entwickelt sich. Nein, man nimmt die Hebelwirkung, positioniert in der Hand Gewichte und dann fängt man an zu pumpen. So, und über diese Pumpen, man tut sozusagen einen Reiz auf den Muskel auswirken. Und durch diesen Reiz entsteht die Muskulatur, wird der Muskel angespornt, sich wirklich zu kräftigen. Ja. Fällt jetzt das richtige Wort nicht ein. So, und genau das Gleiche machen wir im Endeffekt im Beckenboden. So, klar sieht es lustig aus, wenn man halt, ja, so, wenn halt die Kinder reinkommen, sagen, Mama, was machst du denn? Sag, ja, ich trainiere meinen Beckenboden. Wenn es soweit ist, bringe ich dir das auch bei. Ich habe 2 Mädchen. Ja, und das ist, wir fangen viel zu spät an. Wenn wir schon wüssten, wenn wir schon damit vor der Geburt anfangen würden, die Geburten würden ganz anders verlaufen, weil wir uns auch kennen. Wir haben nicht nur einen starken und einen kräftigen Beckenboden, sondern wir kennen uns, weil, du weißt es selber, man muss das Trainingsgerät einführen, wieder ausführen. Und das verbindet dich auch, weil ich habe auch schon eine Kundin gehabt, die hat das Trainingsgerät eingeführt und mich am nächsten Tag gefragt, du Oksana, ich habe es nicht mehr rausgekriegt und dann habe ich gezogen und dann hat es geblutet.
Und sag, du, warum machst du das so kompliziert? Setz dich in die Hocke und fang an zu lachen. Da wird durch den Druck automatisch alles rausgepresst. Du brauchst dich da nicht zu verletzen. Aber das ist schon mal, dass wir überhaupt so mit unserem Intimbereich umgehen, mit so einer rohen Gewalt. Ja. Das ist also erschreckend. Also eigentlich für mich total emotional. Ich könnte da eigentlich immer wirklich gleich anfangen zu heulen, weil ich das auch so traurig finde. So. Und deswegen, ich kann es nur einfach sagen, jede Frau, die auch wirklich an dem Punkt ist, wo sie halt schon eine Blasensenkung hat, eine Gebärmuttersenkung, das, ich kann keine Versprechen geben. Das ist wirklich, wo man sagt, da muss ich auch aufpassen, einfach auch von der rechtlichen Seite. Wir sind in Deutschland, das ist alles sehr, sehr gut rechtlich geschützt. Aber ich kann nur ermutigen, keine Frau da aufzugeben. Ja. Und diese Methode kennen die wenigsten Ärzte. Es tut mir leid, die ist noch nicht so bekannt. Es gibt einige Intim-Fitness-Trainerinnen in Deutschland, aber die sind so, die kannst du an einer Hand abzählen. Und eine bin ich davon. Und ich bin die Einzige mit einem Online-Programm. Ja. So, und das Online-Programm, ich meine, ich habe alles dort reingebracht, was du wissen musst. So, und du kannst es alleine machen. So, und deswegen, ich bin jetzt auch gespannt, was deine Fragen sind, wo man noch was reintun kann, reinnehmen kann. Aber letztendlich, es ist eigentlich super einfach. Trainingsgerät in die Mumu und dann trainieren. Genau, das muss ich auch sagen. Es ist super simpel, es ist super gut erklärt und du kannst es halt für dich alleine machen. Dir muss da niemand zugucken. Also ich war tatsächlich mit dem Problem auch bei meiner Frauenärztin. Da habe ich nach meiner ersten Schwangerschaft Tabletten tatsächlich dagegen bekommen. Dagegen? Ja. Irgendwann habe ich dann selbst entschieden, diese Tabletten abzusetzen, weil einige der Nebenwirkungen war irgendwie, dass es dir halt die Stimmung verhagelt, ne? Also dass du depressive Stimmung bekommen kannst von diesem Medikament, was dir helfen sollte, den Beckenboden irgendwie wieder fit zu kriegen. Und nach meiner zweiten Schwangerschaft hat sie mich dann zur Physiotherapeutin geschickt und auch da hast du wirklich das Problem, sie sagen dir nur, was du tun sollst. Und wenn du einfach kein Gespür dafür hast, wo ist denn jetzt mein Beckenboden? Spanne ich jetzt eigentlich die richtige Stelle meines Körpers an? Bringt dir das einfach gar nichts. Julia, wir sind rechtlich einfach in Deutschland, darfst du niemanden anfassen. Du darfst das nicht. So, man kann dich wegen sexueller Belästigung belangen. Und wir machen das manchmal ganz leise im Kurs und sagen, hier, ich zeige dir mal kurz, aber da musst du schon ganz genau aufpassen, wo du hinfährst. Das ist in Russland kein Problem. Tatjana macht Kurse, da stehen dann alle Frauen auf ihren Isomatten angespannt, mit in Position. Und dann geht's los. Da wird im Umkleideraum das Trainingsgerät eingeführt. Man hat ein Loch in der Hose, da hängt es dann raus. Und wenn dann schippen wir uns halt wieder rein. Und das ist normal. Ja. So, wir dürfen, als Beckenbodentrainerin, wir dürfen nicht anfassen, weil es einfach für uns rechtliche Konsequenzen haben kann. So, und dass da in letzter Zeit einiges passiert ist, dass sogar eine Hebamme ins Gefängnis gebracht wurde, und sagt, man ist da sehr, 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 sehr vorsichtig. Ne? Nicht deswegen, das war was anderes, aber einfach, jede Beckenbodentrainerin ist super vorsichtig. Und ich meine, du hast es in den Videos gesehen, wo ich gesagt habe, wie erspürt man den Beckenboden? Ja. Tut mir leid, du kommst nicht drum herum, ein Bein auf die Wanne zu stellen, deinen Finger vorher bitte sauber gemacht zu haben und dann steckst du dir bitte den Finger in die Mumu und dann spannst du mal an, wie als wenn du urinieren gehst. Und da muss man halt auch aufpassen. Früher hat man den Frauen gesagt, man soll das Beckenbodentraining während des Urinierens machen. Und heute hat man Gott sei Dank das wieder zurückgenommen, weil wir haben den Parasympathikus und den Sympathikus, also Dinge, die halt bewusst und unbewusst ablaufen. Und Urinieren ist etwas, was unbewusst abläuft. Da darf die Blase entspannen. Da muss die sich nicht angespannt werden. Und das sind einfach so ganz wichtige Infos, die du vorher haben musst. Aber du musst es wirklich selber ausprobieren. Und wie gesagt, trainierst du schon mit Gewichten? Nee. Also tatsächlich immer noch nur mit dem Trainingsgerät. Aber ich finde, dadurch hast du ein besseres Gespür. Einfach schon mit dem Trainingsgerät an sich. Also es ist auch so, an manchen Tagen denkt man so, ach, warum mache ich das eigentlich? Es das verändert ist sich total doch langweilig, ne? Ja, aber für mich ist wirklich so diese große Motivation, besseren Sex
haben zu können, einfach weil ich meinen Beckenboden trainiere. Also ich selbst kann was für besseren Sex tun. Das ist nicht von dem Mann abhängig. Ich muss die Last nicht dem Mann auferlegen, weil das ist etwas, was ich dafür tun kann. Und das ist so meine große Motivation. Und deswegen nehme ich mir einfach auch die Zeit. Also ich bin doch auch noch jung. Und wenn ich ein Jahr brauche, bis ich sage, ey, okay, jetzt spüre ich merklich etwas, eine Veränderung, ja, dann ist es halt so. Aber ich hab was dafür getan. Julia, und das ist genau die Einstellung, die du brauchst, zu sagen, naja, und das ist aber auch nicht, leider nicht selbstverständlich, weil wir leben in einer Zeit, wo man schnell Profit sehen will, man will schnell Resultate sehen, ja. Es muss alles schnell, schnell gehen. Aber Beckenbodentraining ist Slow-Training, ist Schritt für Schritt. Und das ist, jede Frau ist an einem anderen Stand, wie sie ihren Körper wahrnimmt. Und das ist für viele Frauen, ist es erstmal diese Überwindung, überhaupt sich was einzuführen. Und es ist nicht nur dieses, also ich mache ja was, ich übe ja gerade Ping-Pong-Schießen, also mit Tischtennisbällen. Ja gut, wenn du den Beckenboden, das ist ja... Manche fahren nach Thailand, um in eine Stripbar zu gehen, um zu sehen, wie die Thailänderinnen mit Ping-Pong schießen können. Okay. Ich sage, das kann jede Frau. Wenn du einen Beckenboden hast, den du trainiert hast, kannst du Ping-Pong schießen. Aber du hast natürlich kein Rückholbändchen, ne? Ja. Und das war am Anfang. Und ich meine, ich mache das ja nun schon auch jetzt seit Jahren. Also Beckenbodentraining und jetzt halt auch mit dem Trainingsgerät seit vielen Monaten. Und es hat mich wieder Überwindung gekostet. Da ist irgendwas, was dann halt wirklich im Mind los ist und sagt, kriegst du das wieder raus? Ja. Da kann ich das wieder raus. Du kannst den Beckenboden. Und das ist, obwohl ich das weiß, war echt wieder so dieses Gefühl, wo ich sage, kriegst du raus? Und dann, Alexander, du überwindest jetzt. Und wieder in die Hocke gegangen, reingetan und dann erstmal ganz schnell wieder rausgedrückt und sagt, okay, es funktioniert auch auf dem Beckenboden. Das sagt der Julia. Aber weißt du was, ich glaube, man braucht das auch, weil das ist durch dieses, du merkst es, ich nehme das auch nicht so ernst. Mir macht es einfach Spaß, da auch meinen Körper zu entdecken. Und, schön, ja. Und das ist es halt, weil allein, du weißt nicht, kein Psychiater, keiner weiß, was in dir sich irgendwo angesammelt hat, welche Verletzung. Und wir haben, vaginal ist so viel Energie, so viel negative Energie, die sich angestaut hat. Und das ist immer noch dieses Thema zum Beispiel, auch dieses Thema Scham aus uns rausbekommen, den Schambereich, die Schamlippen, ja, die Scham einfach an allgemein. Und ich kann auch nur jede Frau motivieren, einfach auch wirklich dieses Wort Scham gibt es nicht. Das ist nicht mehr zu verwenden. Wenn man die lateinische Bezeichnung anguckt, das heißt labia majora und labia minora, das heißt kleine Lippe und große Lippe. Ich habe keine Ahnung, welcher Idiot da die Scham reingetan hat. Und ich würde dem echt, wenn ich den heute treffe, ich würde ihm sowas von in die Eier treten. Weil das kann nicht wahr sein. Seit Jahrtausenden verfolgt Frauen diese Scham. So, und es wird Zeit, dass wir die ablegen. Es wird Zeit, dass wir Dinge, die man uns sagt, als normal anzusehen. Und ich möchte da wirklich keinen Doktor oder keinen Arzt jetzt irgendwie was Böses. Will ich nicht. Ich weiß, die Ärztezimmer sind voll, die Wartezimmer sind voll, die Patienten wollen eine Antwort haben. Und wenn man aber die Antwort nicht kennt, wenn man die nicht hat, kann man auch keine geben. Ja. So, und ich glaube, jeder, der das erste Mal von diesem Training hört, ne, weil letztendlich du stehst im Endeffekt auf deinen Beinen, tust deine Hände auf deine Knie, hast vaginal ein Trainingsgerät und dann fängst du an, hochzuziehen. Und dann irgendwann wird es bei dir auch sein, du wirst dann ein Gewicht in deinen Sack reintun und dann siehst du, du siehst da nicht so eine Bewegung. Ich meine, der Kanal ist so groß, es sind 9 Zentimeter. Das sind minimale Bewegungen. Ja. Bei mir ist das auch nicht anders. Das ist bei keiner Frau, die das Training macht, ist das anders. Aber diese minimalen Bewegungen bewirken was. Und man muss sich da auch nicht unter Druck setzen. Ich meine, klar, ich möchte auch, also mein Ziel sind 2 Kilo, die ich gerne heben möchte. Ich bin aktuell bei 600 Gramm. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe Pausen gemacht. Ich habe Pausen gemacht, wo ich jetzt nicht trainiert habe und ich bin immer noch bei 600 Gramm. So, das heißt, dein Beckenbodenmuskel hat auch diesen Memory-Effekt. Ja. Ne? Das heißt, das, was du trainiert hast, wird nicht sofort vergessen. Es ist ein bisschen schwerer, dann wieder reinzukommen. Ich bin dann wieder bei 500, 550. Aber die Muskulatur ist da. Ich kann wieder Trampolin springen und das konnte ich nicht. Ja. Ja. Und wie gesagt, es ist einfach nur auch meine Motivation. Ich bin super dankbar, dass du auch so mutig und neugierig warst, das auszuprobieren, weil das ist nicht selbstverständlich. Ne? Wir wollen immer diesen
diese Absegnung haben, was sagt mein Arzt dazu, wie sehe ich damit aus. Leute, ihr seht so sexy aus, wie ihr das für sexy empfindet. Und wenn ihr in den Spiegel guckt und seht, dass ihr da, keine Ahnung, seien es nur 100 Gramm. Ich glaube, Julia, wenn du 100 Gramm siehst, wie die sich bewegen, diese 3 Millimeter, machst du einen Luftsprung und du sagst, wie geil, wie geil, mein Beckenboden, da bewegt sich was. So, und dann geht es natürlich weiter im Liebesspiel. Dieses Zusammenziehen, das merkt dein Mann. Und ich habe, als ich 2009 mit dem Thema angefangen habe, von Betty Dodson das Buch Sex for One gelesen. Okay. Und ich glaube ja an das Universum. Da ist eine Macht, die uns dorthin bringt, wo wir hinwollen. Und Betty Dodson schreibt bereits, ja, sie kann einen Mann zum Ejakulieren bringen, indem sie nur auf ihm drauf sitzt und ihren Beckenboden mit ihrer Vagina spielt. Ich sag, wie macht die das? Ich meine, es hat jetzt nur 9 Jahre gedauert, um das herauszufinden. Immerhin. Aber hey, ich bin noch auf dieser Erde und ich kann wirklich echt nur einfach sagen, probiert es aus und bleibt dran. So, weil das ist dieses Schritt für Schritt. Und also wie gesagt, meine Kinder haben das Glück, die werden das jetzt, sobald die in dem Alter sind, eigentlich, man kann in jungen Jahren bereits anfangen. So, aber dann ab 18, wenn wirklich alles ausgebildet, die Geschlechtsorgane ausgebildet sind, kann man loslegen. Und ich kann es nur jede Frau, oh, Julia, ich würde auf der Straße stehen und das zu sagen, ich verteile das, leg los. Aber ich meine, du weißt selber, wie man dann angeguckt wird. Sondern es ist einfach, ich habe, Tatjana hat ein Trainingsgerät aus Holz. Okay. Und das war meine Motivation zu sagen, weil letztendlich über das Holz musst du, es ist leicht, das ist der super große Vorteil, aber du musst halt jedes Mal ein Kondom stülpen. So, und ich bin, wie gesagt, ich habe ja als Sexspielzeugverkäuferin angefangen in diesem Business und ich bin da etwas verwöhnt. Wenn man dann so Silikon und so weiter und ich habe, mich hat es fast ein Jahr gebraucht, bis dieser Joni-Tropfen aus Porzellan entwickelt wurde. Glaube ich, ja. Weil der muss leicht sein. Weil vor allem, wenn du sagst, du hast schon Probleme, so, da hängt noch nicht mal ein Gewicht dran. Das alleine schon zu halten, das sind 52 Gramm. Das wiegt genauso viel wie das Holz auch. Aber es kam dann halt die Situation, wo meine Kinder gefragt haben, Mama, was ist denn das für ein Luftballon im Müll? So, und wenn du wirklich, wenn du mehrmals die Woche trainierst, hast du öfters so einen Luftballon drinne liegen. Und ich sage, nee, das geht nicht. Und das war auch einfach so mein Ansporn. Und wie gesagt, ich habe versucht Silikon, ich habe versucht Holz, das lackiert wird. Okay. Das Problem ist nur, dass wir das wirklich ja lange drinnen lassen. Also das ist ja teilweise Viertelstunde bis eine halbe Stunde im Intimbereich drinnen. Und du brauchst etwas, was keine Schadstoffe von sich abgibt. Und ich hatte mit jemandem telefoniert, der dann auch aus der Porzellanmanufaktur hat gesagt, du hast bei Holz, du weißt nicht, was abgegeben wird, du weißt nicht, was sich löst. Und da dachte ich, mein Gott, ja, das stimmt. Und dann irgendwie bin ich auf Porzellan gekommen und ich sage, es ist so genial. Es wird schnell warm, es fühlt sich einfach genial an. Und ist genauso vom Gewicht her wie Holz, also wirklich leicht. Und ja, sicher, natürlich muss man aufpassen, dass wenn man es rausholt, dass es nicht runterfällt. Aber ich glaube, das ist bei jedem Sextoy einfach so, wo du sagst, da ist halt einfach mehr dahinter. Man hat ja auch was investiert und da möchte man ja, ne? Dass das ganz bleibt, dass es in Ordnung ist. Da muss natürlich auch eine gewisse Vorsicht sein, dass man das auch liebevoll behandelt, dass man das auch pflegt. Aber auch, ich hätte nie gedacht, wie genial Porzellan ist. Es gibt ja auch Sexspielzeug aus Porzellan. Ich kann es nur empfehlen. Es ist einfach, es machen wenige Manufakturen, aber es gibt einige in Deutschland, die das machen. Und ich kann es echt nur empfehlen. Weil es ist ein Material, was auch für Allergiker geeignet ist. Und das ist ein ganz großes Thema. Wenn man dann sagt, okay, ich vertrage keine Kondome. Und wenn man sich dann anfängt, Latex-Kondome zu kaufen, ist man auch nochmal eine Stange Geld los. Deswegen ist der auch ein etwas teurer. Ich weiß jetzt nicht, wann du das Video bringst. Also bis Ende des Jahres kostet es jetzt noch 118 Euro. Genau. Wird auf jeden Fall ab nächstes Jahr kostet es dann 148 Euro. So, also wer noch loslegen will. Ja. Und natürlich ist es erstmal vielleicht komisch im ersten Moment, aber wirklich nur beim ersten Mal.
Und es ist natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, so eine gewisse Überwindung, sich überhaupt was einzuführen und dann halt dieses, bekomme ich das wieder raus? Also das ist ja auch, ich benutze ja auch eine Menstruationstasse und da sind, glaube ich, die meisten Fragen, die du bekommst, bekomme ich die denn wieder raus? Und da muss man, also man muss wirklich keine Angst haben, es ist wirklich super simpel, man bekommt das alles wieder raus. Wirklich. Und auch mit ganz viel Liebe. Und wie gesagt, ich gebe ja auch die ganzen Tipps und Tricks, ne? Zum Beispiel in die Hocke gehen und einfach mal lachen. Und eigentlich egal, in jeder Situation ist bei mir immer dreimal tief durchatmen. Und erst dadurch lernst du auch wirklich deinen Beckenboden zu entspannen, weil bei uns ist eigentlich nicht das Problem, dass wir zu wenig Spannung auf den Beckenboden haben, sondern dass wir zu unentspannt sind. Also wir sind immer verkrampft. Ne? Und da erkläre ich halt auch die Reflexzonen, wo man dann auch mal massieren kann, was ja auch immer während der Geburt gemacht wird. Ne? Das hat ja einen Grund, warum die Hebammen hier oben langstreifen, weil da halt die Reflexzonen mit vom Beckenboden sind. Oder die sagen Töne. Ja, ist eine Reflexzone vom Beckenboden. So, wenn man dann anfängt zu singen, zu lachen, ihr könnt auch küssen. Das könnt ihr auch gerne machen. Alles, was euch Spaß macht, was den Beckenboden und was reinkommt, kommt auch wieder raus. Nur wichtig bitte, nicht anal einführen. Also das ist wirklich nur für vaginal gedacht. Ich nenne es einfach nochmal der Vorsicht. Was wir aber auch machen, und ich meine, du machst das Training schon, das Besondere ist halt auch bei dem Intim-Fitness-Training oder Beckenboden-Fitness, wie ich es jetzt aktuell genannt habe, dass wir halt auch mit dem Anus arbeiten. Ja. So, und das ist halt auch das war für mich als Beckenbodentrainerin komplett neu, weil ich meine, der Beckenbodenmuskel spannt sich ja vom Schambein bis hinten, ich finde Schambein so schlimm, aber ich habe noch kein anderes Wort, vom Ostpubis bis hinter spannt es sich ja wirklich wie eine Hängematte und da gehört der Anus einfach mit dazu. Und wir machen dann, das ist dann halt Tag 3, es gibt 3 verschiedene Tage, die ich mitgegeben habe. Ich dann auch sage, okay, spannt den Anus an, aber nicht komplett, zieht ihn nach oben und spannt ihn jetzt komplett an. Und das sind so Sachen, das musst du üben, da musst du ein Gefühl bekommen. Ja. Und als ich meine Ausbildung gemacht habe, mein Gott, meine Mentorin, die Tatjana, die hat immer wieder gesagt, Oksana, nicht den Arsch anspannen, loslassen, locker lassen, locker lassen, weil ich das nicht kannte. Ich kannte das einfach nicht. Ne? Wir haben immer wirklich nur mit diesem Anspann hochziehen. Und wenn du dann aber, das sind ganz feine, subtile Übungen und das braucht einfach seine Zeit, da auch reinzukommen und das dann zu merken, okay, auch den Anus nicht zu dolle anzuspannen, sondern anzuspannen, hochzuziehen und dann zu halten und noch ein Stückchen höher und noch ein Stückchen höher. Ja. Also am Anfang ist es wirklich erst einmal, ich denke, hä, wie jetzt, was, wo jetzt? Aber man kommt dahin, man kriegt das hin. Mit Geduld und Training. Ja, also das ist es wirklich. Man muss geduldig sein. Ohne das geht es halt einfach nicht, weil das ist nicht, innerhalb von 2 Wochen habe ich dann da, kann ich da halt 2 Kilo heben oder so. Ne? Also so geht es halt. Und das ist, man muss auch einfach gucken, was ist auch mein Ziel. So, und vielleicht auch dann mal sagen, ich habe das jetzt nicht in dem Zeitpunkt erreicht, wo ich es erreichen wollte. So, es ist aber einfach, wir sind trotzdem Frauen. Wir haben unseren Alltag, ich denke, wenn du es schaffst, 2-mal die Woche zu trainieren, cool, sei da echt stolz auf dich, weil du bist schon mal 2-mal näher dran, wieder ohne Binden zu laufen, irgendwann einmal ohne Binden, die Kraft in deinem Körper wieder zu spüren, dass die Organe, weil das ist ja die Funktion des Beckenbodens, die Organe zu halten. So, und du gibst ihm nach und nach die Impulse wieder zu sagen, okay, ich hebe wieder alles an. So, und das ist, wir tun unseren Beckenboden so vernachlässigen. Man muss es auch sagen, energetisch wird keine Liebe hingeschickt. Und das passiert einfach mit dem Training automatisch, indem man sich Zeit nimmt, indem man einfach da ist. Und ich kann es auch empfehlen, mal nicht beim Fernseher das zu machen, sondern wirklich eine Musik anzumachen, eine Meditationsmusik und dann wirklich sich mit seinen Chakren, letztendlich sind das ja auch 2 Chakren, mit denen wir da arbeiten. Eigentlich sogar schon fast 3. Wir haben das Wurzelchakra, das Sakralchakra und den Solarplexus, der da auch mit reinspielt, weil wir auch mit dem Bauch arbeiten. So, und das sind wir von 7 Chakren tun wir 3 Chakren haben wir dort unten. Also das ist schon, es sagt schon viel aus und dieses einfach da auch dieses, wie sage ich das auch im Coaching, sagen, da auch die Liebe reinzugeben, da auch die Energie hinzuschicken. Wir haben Energie.
Nur leider setzen wir unsere Plüpse auf Arbeit platt und im Stuhl, dass unsere ganze Energie hier oben ist. So, wir haben halt diese Energie nicht mehr im Beckenboden. Und einfach auch durch das Training schicken wir die ganzen Impulse, schicken wir die Energie auch wieder runter in diesen Bereich, dass die dort auch wirken kann. Und wie gesagt, unser Körper ärgert, der macht das ja nicht, um uns zu ärgern oder so, sondern der guckt einfach, wo wird die Energie am meisten gebraucht. Wir reden viel, also ist halt viel hier oben im Denken. Und wenn wir aber mal leise sind und uns auf uns konzentrieren und trainieren, dann kommt die Energie auch unten an. Also es ist ein großes, großes Thema. Ja, großes Thema. Das stimmt. Ja. Vielen Dank. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir nochmal genommen hast, um nochmal selber so ein bisschen was darüber zu erzählen. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes, als wenn ich das erzähle, die das gerade aktuell einfach macht. Ich wünsche mir einfach, dass viele, die jetzt hier zuschauen, einfach den Mut fassen und zu sagen, okay, ich setze mich da mal dran, ich beschäftige mich damit, ich tue selbst etwas für meinen Beckenboden, dass ich einen leichteren Alltag habe, dass ich besser Sport machen kann, dass ich besseren Sex habe. Also das würde ich mir tatsächlich wirklich wünschen. Dein Programm, das verlinke ich natürlich unten in der Infobox. Und wie gesagt, wer sich jetzt noch dieses Jahr dafür entscheidet, da ist es noch ein Ticken günstiger als dann nächstes Jahr. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Also es lohnt sich wirklich, das Geld mal in sich selbst zu investieren. Und auch wenn es ein Jahr dauert, ihr habt was gemacht und es wird euch Schritt für Schritt weiterbringen. Ich habe auch gerade eine Kundin im Programm mit einer ziemlich intensiven Senkung. Ich meine, ich muss immer sagen, ich bin kein Arzt. Ich werde da auch nicht beraten und ich werde euch auch das nicht abnehmen, diese Entscheidung zu treffen, weil die Entscheidung liegt an euch. Aber ich kann nur sagen, mein Mann sagt immer jetzt, er hat seine Doktorarbeit ja vor Jahren geschrieben, er sagt, als ich den Doktortitel hatte, wusste ich, dass ich nichts weiß. Okay. Und naja, weil es gibt, wenn du dich in einen Bereich eingearbeitet hast, merkst du, dass es noch so viele andere Bereiche gibt, die außerhalb von deinem Radar sind. Wir denken ja an einem gewissen Radarfeld, wo wir bestimmte Dinge kennen. Aber wir wissen nicht, was da oben ist oder da oben. Und das finde ich eigentlich immer wieder interessant, auch zu sagen, diese Demut da zu haben. Mein Körper ist total weise. Mein Körper weiß, was ihm gut tut. So, ich muss nur einfach mal wirklich da auch vertrauen und einfach mal die Geduld wiederbringen. Und dieses Training ist auch ein Geduldstraining. Also das, aber hey, guter Sex. Ja, also du hast keine Motivation aus Geduld. Ganz genau. Und vielleicht sage ich noch einfach mal dazu, also das Training für aktuell 118 und später 148 Euro ist kein betreutes Training. Ja. Ihr könnt mir natürlich gerne Feedback senden und sagt, ihr würdet gerne noch was davon hören, mache ich gerne noch ein Video dazu und gehe da nochmal drauf ein und mache vielleicht auch später irgendwann mal so FAQs, also Frequently Asked Questions. Wer aber noch einen Schritt weiter gehen will, der kann sich gerne bei mir über axana-rasch.de für eine kostenlose Beratungssession bewerben. Und da schaue ich einfach mal im Ganzen, wie ich weiterhelfen kann. Und in jedem meinem Coaching, was halt 1:1 stattfindet, ist Beckenbodentraining mit ein wichtiger Teil davon. Weil ich denke, es gehört einfach dazu und wir brauchen es. Und wir brauchen nicht über guten Sex zu reden und wir brauchen nicht über intensive Orgasmen zu reden, wenn wir nicht vorher über Beckenboden geredet haben. Liebe Julia, ich danke dir von Herzen, dass du auch offen bist für dieses Thema, dass du da neugierig bist, dass du es gemacht hast. Total cool. Also. Schön. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, überhaupt die Zeit genommen hast, sowas für uns Frauen auf die Beine zu stellen. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ne? Ich freue mich auf dich. Alles Liebe dir und schönes Weihnachtsfest. Guten Rutsch. Ja. Das wünsche ich dir auch. Und wir hören uns. Ja, tschüss. Tschüss.